Ja, guten Morgen, Leute. Das war mal so ein kleines Experiment. Und ich will auch euch heute gar nicht lange belästigen. Nee, so ist richtig. Ja, wir sind heute auch mal spät dran. Kommt mal vor. Bisschen lange gequatscht. Ihr wisst ja, die sozialen Kontakte müssen gepflegt werden. Und da gibt es ja einen neuen Mann und mit dem habe ich halt mich ein bisschen länger unterhalten. Deswegen erst Ankunft um 12:44 Uhr, also nix 1 Uhr zu Hause, eher so halb zwei. Aber das macht uns nichts. Es ist eh Scheißwetter, wie man sehen kann. Es soll zwar heute Nachmittag noch schön oder schöner werden, aber da schauen wir mal. Ja, gut, das Schöne kommt vom Norden, also sprich Richtung nach Hause könnte es immer besser werden. Und ja, morgen natürlich unser Freitagsvideo. Oh, no, 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 das ist jetzt schon das zweite Mal heute. Mann, es ist doch ein Elend, wenn die so blöde umspringen. Naja. Ja, ich nehme euch auch nur noch mit bis zur Autobahn, dann war's das. Es ging mir eigentlich einfach darum, mal diesen Sound am Anfang zu spielen, mal zu hören. Ja, wir haben da vorne, bevor wir auf die Autobahn auffahren, auch noch einen kleinen Unfall, wie ich sehen kann, der aber jetzt keinerlei Verzug mehr bedeutet. Genau, ich nehme euch noch mit an dem Werk vorbei. Denn da, ja, hätte ich fast gesagt, hat die Abrissbirne weitere Arbeit geleistet. Also jetzt geht es an die letzten Hallen dort. Oh, was haben wir denn hier? Handwerker mit Schnuckelwohnwagen oder was? Irgendwie schon ziemlich speziell. Ja, das Flüsschen Murg hier auch wieder prall voll. Unfallaufnahme, rechte Fahrspur gesperrt. Naja, mal schauen, aber sie schickt mich auf die Bahn, alles gut. So, mal ein bisschen beschleunigen. Nicht einschlafen hier. Ah, jetzt mache ich für euch mal den Rechtsschwenk. Hier auf der Dinge. Soweit das Teil das zulässt hier. Ja, vielleicht kann man jetzt ganz gut was erkennen. Aber wie gesagt, es geht den letzten Hallen an den Kragen. Ja, das ist auch so eine Sache, wo ich mich manchmal frage, dieses Abreißen und Neubauen, ob das wirklich immer sein muss. Ich meine, ökologisch gesehen ist es natürlich total daneben, weil ich bin ja jemand, der ja mehr auf Erhaltung steht und Weiterverwendung. Und da frage ich mich, ob das damit nicht auch möglich gewesen wäre. Ich meine, da kommen natürlich dann die ganz Schlauen und sagen, ja, ist viel günstiger, abreißen, neu bauen. Ja, es geht ja nicht nur um den Preis. Wie gesagt, es geht ja auch darum,
was ist besser für unsere Umwelt? Da glaube ich, ist die Erhaltung und Weiterverwendung der bessere Weg, anstatt immer abreißen, abreißen, neu bauen. So, mal schauen. Da müsste ja nämlich gleich hier die Sperrung auftauchen. Na, wir gehen hier mal nach links, da kommt ein Kollege aufgefahren. Haben wir schon sehr zeitig erkannt. Ich sehe ja gar keine Unfallaufnahme mehr. Irgendwie mangelt es der Nachricht an, oder? Ist da noch was? Nein. Mangelt der Nachricht an Aktualität, würde ich sagen. Außer das wäre jetzt, aber glaube ich nicht, dass das um die Ecke ist. Meter. Jetzt sagt er noch 450 Meter bis zu dieser Unfallstelle. Demnach müsste sie ja dann hier sein. Das sehe ich aber auch nicht so. Ja, Else ist auch nicht immer die genaueste oder zuverlässigste. Wollen wir jetzt mal schauen. Wir sind ja jetzt, sagt er, 180 Meter, dann müsste das ja hier sein, aber ich sehe hier nichts. Auch im Rückspiegel sehe ich nichts. Nö. Nö, kann ich nicht sagen. Ja gut, für heute soll es das gewesen sein. Wir sehen uns morgen zum klassischen Freitagsvideo. Bis dahin bleibt mir alle gesund und macht schön gut.